Das Evangelische Johannesstift in Berlin-Spandau gehört zu den größten diakonischen Einrichtungen in Deutschland. Hier arbeiten rund 3000 Beschäftigte, davon 500 bei der Johannesstift Behindertenhilfe. Wir haben ein sehr schönes Leitbild, hilft dem Menschen, so wie du es dir in seiner Situation für dich wünschen würdest. Wir arbeiten mit schwerst mehrfach behinderten Menschen, keine Frage, das ist anstrengend, aber es ist eben auch psychisch anstrengend. Seit 2008 kümmert sich das Unternehmen verstärkt um die psychische Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Den Anfang machte eine Fragebogenaktion, die erstaunliche Ergebnisse brachte. Unter anderem war ein Thema, was uns in dieser Heftigkeit verblüfft hat, das Thema Pausen. Dass sehr viele Mitarbeiter ausgedrückt haben, dass sie keine Pausen nehmen. Und wenn sie Pausen nehmen, dass sie sie nicht wirklich zur Erholung nutzen können. Und dann haben wir uns insbesondere dieses Thema dann angeschaut und damit mit den ersten Umsetzungen begonnen. Für die Einführung eines umfangreichen Konzeptes zur psychischen Gesundheit holte sich die Johannesstift Behindertenhilfe externen Sachverstand ins Haus. Als externe Expertin sieht man natürlich Dinge, die die Internen so nicht sehen. Und so kann man einfach sehr viel schneller Dinge verändern und gesundheitsförderliche Strukturen aufbauen, wie es mit einem rein internen Team nicht möglich gewesen wäre. Eines von vielen konkreten Ergebnissen: in allen Einrichtungen des Unternehmens wurden Gesundheitsbeauftragte ernannt und geschult. Wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen Leitung und uns, Gesundheitsbeauftragten, weil dadurch können wir auch das weitergeben, was von den Kollegen kommt. Wir können die Belastungen sehen vor Ort, die die Kollegen haben. Und schön ist es, wenn die Kollegen direkt auf mich zukommen, wenn es Probleme gibt. In der ambulanten Betreuung sind die Beschäftigten überwiegend auf sich alleine gestellt. Trotzdem gibt es auch hier viele Möglichkeiten, psychische Belastungen zu reduzieren. Wir haben viele Freiheiten in unseren Entscheidungen und so auch in Entscheidungen, wie wir unseren Arbeitstag regeln und auch die Pausen berücksichtigen, was uns angetragen ist. Darüber hinaus haben wir auch nochmal feste Termine und Vereinbarungen getroffen, wo wir uns regelmäßig treffen im großen Team, wo der Austausch ist über persönliche Belange, wie es einem persönlich geht in der Arbeit oder auch fallbezogen. Die Psyche gesund zu erhalten, das bedeutet, sich um die Seele sorgen. Hier im Johannesstift steht allen Mitarbeitern ein Pfarrer als erster Ansprechpartner zur Verfügung. Man braucht einen Gesprächspartner, das muss kein Pfarrer sein. Das ist einfach jemand, der zuhört und der einfach mal da ist. Und es geht auch nicht um Gott und die Welt, sondern es geht manchmal um ganz alltägliche Fragen, die einfach mal, wo man vielleicht auch mal einen Tipp braucht, einfach auch jemand, der zuhört. Seit 5 Jahren kümmert sich die Johannesstift Behindertenhilfe intensiv um das Thema psychische Gesundheit. Eine zweite Fragebogenaktion hat gezeigt, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist. Wir haben ganz viele gute Ergebnisse zurückbekommen aus der Mitarbeiterbefragung. Viele Dinge haben sich verbessert, beispielsweise die Führungsqualität hat deutlich zugenommen in der Bewertung der Mitarbeiter. Und auch bei weiteren Themen haben wir gute Ergebnisse erzielt und haben jetzt den Stand, dass wir sagen können, psychische Gesundheit ist als wichtiges Unternehmensziel nicht nur erkannt, sondern eben auch verankert und hat dieselbe Wertigkeit wie beispielsweise Kundenzufriedenheit. Psychische Gesundheit in einer menschlich anspruchsvollen Arbeitsumgebung. Die Johannesstift Behindertenhilfe hat dieses Thema tief im Unternehmen verankert.